Ja, ich wollte mich noch mal ein bisschen verjüngen. Und nee, das ist tatsächlich allerdings etwas, glaube ich, was auch ein bisschen im Trend ist. Also der Singer-Songwriter, der halt auch mit DJs zusammenarbeitet. Und das funktioniert eigentlich aus meiner Sicht recht gut. Ein herzliches Grüß Gott zu Vollwert. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute in Schwäbisch Hall im Zebra Square sind. Und ich habe heute einen Gast. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns vor 9 Jahren gesehen. Bin mal gespannt, was da alles war. Thomas Rodenbach, Singer-Songwriter. Und ich habe es vorhin bemerkt, du hast dich sogar passend zur Location angezogen. Zebra Square, genau. Ist zum Glück kein Reklameschild, aber gut aufgenommen. Genau. Mit einem Bowie-Stern noch drauf und so. Thomas, 9 Jahre. Ich habe gedacht, du musst mir ein paar Stichworte liefern. Wir waren beide etwas jünger. Bei dir ist aber enorm viel passiert in den 9 Jahren. Sogar ein großer Ortswechsel habe ich mitbekommen. Absolut. Also vor 9 Jahren, das war in Stuttgart, wo wir uns gesehen haben. Beim Einklang war es. Beim Einklang, weiß ich's wieder. Genau. Voll in der Platten- und Bücher-Location. Ja, und damals bin ich von München angereist. Mittlerweile ist meine Anreise von Dresden. Oh. Ja, und hat sich schon einiges getan. Genau, vor 9 Jahren hatten wir den Auftakt gehabt. Musikalisch war es für mich halt auch wieder der Einstieg in das Musikgeschäft mit Won't Let You Down damals. Ein Titel, den ich rausgebracht hatte über das Label 7Us, Hans Derer. Und den hatten wir damals auch vorgestellt und ja, mittlerweile ist dann halt schon einiges passiert. Also aufbauend auf diesem Titel habe ich damals, wo ich in München war, halt auch eine Band gegründet. Mhm. Und wir haben halt ein weiteres Programm halt auch entwickelt. Mit der Band habe ich halt auch in München und Umgebung halt auch gespielt. Teilweise Supports halt auch für Acts wie Saga oder Umberto Tozzi. Mal mit der Band, aber auch mal solo gespielt. Bis Hessenhalle Gießen, Spektrum in Augsburg. Oder Kaminberg in Memmingen, genau. Also einen großen Radius rund um München sozusagen, ja, gezogen. Genau, ja. Aber dann kam ja auch persönlich noch viel, wenn ich das gerade vorhin richtig gehört habe. Absolut. Also 2017 ging es eigentlich los bei mir. Bin da, sag ich mal, was privat angeht, so ein bisschen Spätzünder. Musikalisch eigentlich immer dabei, aber privat habe ich mich tatsächlich 2014 gefunden mit meiner heutigen Frau. Ist ja auch gar nicht so leicht, gell? Als Musiker ist man abends immer weg, das mögen manche nicht so sehr. Also ja. Wobei das Musikalische, das kommt ja doch ganz gut bei den Frauen an, glücklicherweise. Genau, das war dann halt auch damals auch der Punkt, den auch meine Frau angesprochen hat. Nachdem ich da zäh gebaggert habe und erstmal gegen die Wand gelaufen bin, habe ich ihr ein Video geschickt und ja, dann. Du hast sie künstlerisch tatsächlich überzeugt? Tatsächlich, ja. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Ich habe immer gedacht, das fällt einem irgendwo zu. Ja. Und du hast da richtig Grundsatzarbeit geleistet. Ja, genau. Ja, und 2014 haben wir uns kennengelernt tatsächlich. Und 2017 war die Geburt unserer ersten Tochter. 2018 Hochzeit am Gardasee von München aus, damals wunderschön. Von 2019 Geburt der zweiten Tochter und 2020 dann Umzug von München nach 20 Jahren München, von München nach Dresden. Aber gerade auch in eine schwierige Zeit hinein. 2020 ging es ja mit Corona richtig los. Genau, also haben wir, sage ich mal, den Rücken frei gehabt für unser Bauprojekt. Mhm. Das war eigentlich ganz gut und ich habe das genutzt, um dann tatsächlich mich auch wieder auf das Songwriting zu konzentrieren. Nachdem ich die Jahre zuvor halt viel mit der Band auch unterwegs war und gespielt habe, hatte ich da halt auch wieder Zeit, Songwriting zu betreiben und das hat halt auch dann zum nächsten Projekt eigentlich geführt bei mir. I'm moving forward, life has just begun. I wake up early and kiss the morning sun. I hear you whisper softly, call my name. Sun's getting brighter, time to make my day. It feels like the first time.
Und da war ich total neugierig. Das hast du ja vorher schon gemerkt. Also wenn man bisher gewohnt ist, mit einer Band zu reisen und mit einer Band zu spielen, ist ja was völlig anders. Da interagiert man, entwickelt miteinander Songs. Jetzt habe ich gehört, du hast zwei DJs, gar keine Band mehr. Genau, also völlig. Also wir haben ja im Bereich Pop-Rock gespielt und auch mit E-Gitarre, halt also klassische Besetzung letztendlich. Und nachdem wir uns dann getrennt hatten, halt auch mit dem Umzug, bin ich immer in mich gegangen und habe gedacht, okay, weil ich ja immer den Fokus auch auf Radio habe bei meinen Titeln, dass man das Ganze halt so mit einem moderneren Gewand verpacken und habe dann, ich bin ja jemand, der im Social-Media-Netzwerken halt doch ein bisschen links und rechts schaut und bin dann halt auf zwei DJs aufmerksam geworden, Paul Bonis und Dan Budget, dann nannten die sich und die waren beim Lotto Toto Bayern Award, waren die im Finale und genau, Anfang 20 eigentlich und beides Brüder und aus Augsburg und die habe ich dann kontaktiert und habe gesagt, ob sie mal Lust hätten auf ein neues Projekt, also eine Collab quasi mit einem Singer-Songwriter, der schon ein gewisses Netzwerk und auch Songideen halt mitbringt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich habe bisher DJs natürlich erlebt, aber die mischen ja unterschiedliche Songs, die es bereits gibt, zusammen oder kreieren dann aus Versatzstücken einzelne Songs. Du als Songwriter gehst ja völlig anders vor. Genau, aber also die Zusammenarbeit war tatsächlich so, dass ich ja ein Songwriting, also einen Titelvorschlag mitbringe. Ich bin da noch ein bisschen oldschool, also ich setze mich ans Klavier, komme dann über die Melodie, entwickelt dann den Text, schreibt den Text und nehme das auch teilweise halt auf dem Diktiergerät auf, mache dann aus dem WAV, sage ich mal, ein MP3 und verschicke das dann letztendlich dann per E-Mail, also diese Songideen halt an die beiden DJs. Wir haben es natürlich auch physisch auch kennengelernt und auch gesehen, aber vieles läuft dann wirklich dann halt über einen PC, dass man sich halt auch diese Ideen zuschickt. Und die dann am Computer letztendlich dann die ganze Produktion dann halt auch vornehmen. So haben wir dann halt auch... Ich versuche es nochmal für mich ein bisschen verständlich zu machen. Das heißt, du schickst ihnen zunächst eine Gitarre, eine Klavierspur oder wie auch immer. Das ist ja noch nicht der Song. Und die machen dann die anderen Spuren dazu. Die arrangieren das ja nicht nur, sondern die müssen ja dann trotzdem eigene Spuren entwickeln. Nee, die kriegen von mir tatsächlich eine komplette Songidee, also ein komplettes Layout vom Intro bis über einen Verse und halt dann Chorus und dann halt, genau, Verse 2, also bis zum Fade-Out quasi, bis zum Schluss des Stückes, das kriegen die von mir alles geliefert. Und wir tauschen uns dann halt aus und die packen dann, sage ich mal, den Beat drauf und machen das Soundtechnische halt drumherum. Und dann bekommen die halt meine Vocals oben drauf, auch die Backings auch. Ja. Teilweise von mir, teilweise halt auch von bekannten Sängerinnen, die ich in München noch hatte, halt auch im Netzwerk. Oder halt auch mal einen Saxophonisten halt auch von früher. Bin auch ein Freund von, dass man halt auch noch richtige Instrumente halt auch zur Anwendung dann kommen noch. Ich habe gerade gedacht, da ist ja viel klassische Produktion trotzdem noch drin. Mhm, ja, absolut. Aber das meiste passiert dann tatsächlich, sage ich mal, bei denen zu Hause am PC. Und genau, da hat sich also sehr viel, die Möglichkeiten sind natürlich auch ganz anders, als wie man es früher halt gemacht hat mit der Band. Da hat halt jeder sein Equipment mitgebracht. Der Schlagzeuger hat sein Riesen-Equipment gehabt, was er dann halt aufgebaut hat, die Mikrofone. Das läuft halt heute alles entspannter ab. Aber es war gleichzeitig auch ein Generationssprung, kann man sagen. Deine Band, die waren ja, ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, etwa deine Altersklasse. Jetzt hast du einen richtigen Sprung in die 20er nochmal gemacht mit den jungen Leuten. Ja, ich wollte mich nochmal ein bisschen verjüngen. Und das ist tatsächlich allerdings etwas, glaube ich, was auch ein bisschen im Trend ist. Also der Singer-Songwriter, der halt auch mit DJs zusammenarbeitet und das funktioniert eigentlich aus meiner Sicht recht gut. Also zwei Welten zusammen. Jeder bringt halt das Beste halt ein. Und genau, und der erste Titel, den wir dann rausgebracht hatten, war halt der Titel Closer. Midnight so tired, I didn't wanna fall asleep.
Wie weit dürfen die dann noch mitreden? Oder dirigierst du das ganz stark? Oder ist es dann trotzdem ein echtes Trio? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also da ist es in der Tat so, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander auch agieren. Also die Songidee kommt halt, sage ich mal, primär schon von meiner Seite aus, wobei halt auch von denen auch Songideen kommen. Also wir bewerten das alle gemeinsam und entscheiden dann halt auch letztendlich auch gemeinsam, welchen Titel wir zum Beispiel auch als erstes, das war damals, wir hatten mehrere Titel, welcher Titel da als erstes veröffentlicht wird. Und es war halt auch im gemeinsamen Konsens, dass wir gesagt haben, es soll Closer werden. Also jeder darf gehört werden und das soll schon so ein bisschen gleich demokratisch quasi halt auch ablaufen alles. Ich finde es hochspannend, weil es ja auch letztlich nicht nur die Frage der Produktion und der Veröffentlichung ist, sondern auch der Verbreitung. Das heißt, ihr konzentriert euch auch gleich auf die digitalen Wege. CD, spielt das noch eine Rolle? Spielen andere physische Tonträger noch eine Rolle für dich? Ist tatsächlich so, dass vieles nur noch digital abläuft. Also wie du gesagt hast, also ein Titel wird erstellt und wird dann letztendlich halt auch digital über die ganzen Download-Portale. Selbst Download ist, sage ich mal, schon ein bisschen veraltet. Sehr viele Streaming. Läuft dann mittlerweile über Streaming. Spotify ist natürlich so der Main-Player. Viele schauen auf Spotify. Was bringst du halt auch dort mit an? Auch die Industrie schaut da drauf, auch die Labels schauen da drauf. Wie viele Follower hast du, wie viele monatliche Hörer quasi, wie viele Streams bringst du schon mit? Und da hat man natürlich auch ein Augenmerk. Aber für mich persönlich, ich bin aber noch jemand, der halt auch einen Fokus aufs Radio hat, also klassisch halt, weil ich denke, dass wenn man halt auch einen Act irgendwo platzieren möchte und halt auch bekannt machen möchte, dass das Thema Radio immer noch entscheidend ist. Aber im Englischsprachigen natürlich auch entsprechend schwierig. Mhm. Am Schluss steht ein Song, stehen mehrere Songs. Ist das auch eine visuelle Herausforderung dann noch? Auf Spotify spielt es ja jetzt noch nicht so die große Rolle, aber in anderen Plattformen muss ja dann jeweils auch noch ein Video dazu machen. Oder wie geht ihr das an? Also wir haben Closer beispielsweise hatten wir fertig dann als Produktion. Mhm. Und genau, also heutzutage bringt man dann halt doch noch ein Video mit, wobei das halt auch die Möglichkeiten da halt auch von Lyric-Video, was halt relativ schmaler, sag ich mal, auch vom Budget ist oder halt über ein voll produziertes Video, wie beispielsweise das man halt auch früher gemacht hat, dass man halt sich eine Location aussucht, beispielsweise dieses schöne Zebra Square, in dem wir uns hier auch befinden. Also die Möglichkeiten sind natürlich hier auch optimal. Und also da hat man alle Möglichkeiten. Und ein Video haben wir halt auch entsprechend auch produziert, genau. Aber man muss kein ganzes Album mehr abliefern, sondern man kann dann wirklich am Anfang sozusagen mit einer Idee raustreten. Ja, also das ist alles viel kleinteiliger. Früher war es das Album. Jeder musste halt mit dem Album kommen. Oder die abgespeckte Version ist ja die EP quasi, die dann nur noch 4 bis 5 Titel hat. Und aber wenn ich einen Act, sage ich mal, heute etablieren möchte, dann ist die Industrie, glaube ich, halt auch bei vielen auch schon allein auch aus Kostengründen so, dass sie sagen, okay, wir probieren halt mal mit einem Titel erstmal, bringen das raus, schauen, wie es läuft. Und dann ist halt, wenn es dann läuft, halt, sage ich mal, macht man halt eine EP oder halt ein Album. Ja. Physisch haben wir jetzt keine CD gehabt, aber ich sage ich mal, das ist etwas, was man dann vielleicht maximal halt bei Konzerten dann halt auch natürlich auch anbietet für die Fans. Ich komme nochmal zurück auf den Singer-Songwriter. Du bist ganz anders gestartet, wie da, wo du heute stehst. Ist das für dich ein Mehrwert oder ein weniger Wert, jetzt zu sagen, ich habe halt jetzt eine Idee, mit der ich nach außen trete, mit der ich Menschen begeistere, mit der ich Menschen unterhalte oder vielleicht einfach auch mal ein Stück weit zum Nachdenken bringe? Sind ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Hintergründe, Ideen. Also Singer-Songwriter heißt natürlich, dass da ist jemand fleißig und schreibt halt sehr viele Titel. Das ist bei mir in der Tat so, dass ich auch mehrere Songideen habe. Aber um es dann, sage ich mal, zu präsentieren oder nach außen zu bringen, ist es halt erstmal immer ein Titel. Also was sichtbar ist, ist wirklich nur ein Titel. Aber es soll nicht heißen, dass da noch andere Titel, sage ich mal, schon auch geschrieben sind. Das ist so bei mir. Also ich schreibe schon auch mehrere Titel. Und die werden allerdings dann nur in der Abfolge, sage ich mal, zeitlich später rausgebracht. Wir hatten ja jetzt neben Closer halt noch den Titel Real Love, den man bei Spotify halt auch überall finden kann. Und der letzte Titel war Not Like That. Das war dann auch eine Produktion mit Julian Pfeifel, auch ein Freund von mir aus München, der mittlerweile in
Los Angeles lebt, dort als Produzent, unter anderem die New Angels auch produziert hat. Genau, also es geht immer weiter. Jetzt komme ich nochmal auf diesen einen Song zurück. Ist das für dich dann eher eine Idee, eine Emotion, die du weitergibst, oder steckt da dahinter auch, ich sage jetzt mal, eine Weltanschauung, eine Weltsicht? Oder wie gehst du als Songwriter jetzt davor? Bei einem Album hast du ja Möglichkeiten, was weiß ich, 10 Felder mal schnell ein bisschen anzuklatschen. Hier heißt es ja, das ist Thomas Rodenbach oder das ist die Idee, die mich gerade bewegt. Zurück vielleicht zu dem Titel Closer, den wir herausgebracht haben. Closer, der Titel sagt es ja schon, okay, das Zusammenrücken, Closer. Ja. Von der Szenerie ist es so, dass das Ganze halt auch in der Diskothek oder wie man heutzutage sagt, Club. Ich bin letztens korrigiert worden und gesagt, man sagt nicht mehr Diskothek, es heißt Club. Da sieht man, dass ich aus den 80ern noch komme. Genau, im Club, also dass die Szenerie, sage ich mal, im Club ist, wo halt auch... Wobei für die Zuschauer muss man sagen, in den 80ern war der noch extrem jung, da war er noch Jugendlicher. Closer, also das ist tatsächlich von der Szenerie, spielt im Club und es geht darum, dass man miteinander tanzt, dass man zusammenkommt. Und den Titel habe ich ja geschrieben zu einer Zeit, wo das gar nicht möglich war, also zu Covid. Da war natürlich in mir drin halt auch dieses Gefühl, wieder rausgehen, rauskommen, wieder miteinander was erleben. Und das habe ich, sage ich mal, in dem Titel einfach ein bisschen musikalisch zum Ausdruck gebracht. Ja, da möchte ich dich gerade mal herausfordern. Ich meine, in Corona-Zeiten ist man tatsächlich stark auf sich selber zurückgeworfen worden. Ist das für dich wichtig, mit anderen Menschen in Kontakt zu sein? Manche sagen, ich brauche das nicht mehr oder ich habe sogar ein bisschen Angst, habe ich schon gehört, oder mir wird es zu viel. Hast du da auch solche Entwicklungen gemerkt jetzt in der Zeit, auch als Songwriter? Gut, bei mir naturgemäß jetzt mit der Familie ist es so, dass natürlich halt auch sehr stark der Fokus auf die Familie ist. Wir haben auch zwei kleine Kinder. Da findet natürlich sehr viel in der Familie auch selber statt oder halt auch mit Freunden natürlich begrenzt zu Zeiten von Covid. Aber wenn die Möglichkeiten da sind, natürlich lebe ich halt auch in dieser Parallelwelt der Musik immer noch über mein Netzwerk, was ich in den letzten Jahren auch aufgebaut habe. Und da treffe ich immer wieder auch Produzenten, Musiker. Und das macht mich halt auch aus als Mensch. Und das ist mir halt auch wichtig, dass ich das, sage ich mal, auch noch neben dem Leben als Familienvater, sage ich mal, auch noch tun kann. Ja. Und da habe ich glücklicherweise auch noch die Unterstützung von zu Hause. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Du hast gesagt, du hast über die Kunst sozusagen deine Frau überzeugt, dass ihr ein gutes Paar abgibt. Genau. Jetzt in den Produktionen und Ähnlichem, konntest du weiterhin bei der Stange halten, bei der Überzeugung bleiben? Oder? Ja, sie wusste ja, wo sie sich drauf einlässt, sage ich mal. Ne? Genau. Ja. Eine letzte Frage, weil es mich tatsächlich auch immer wieder selber beschäftigt. Ich habe den Eindruck gehabt, dass mit den Kindern und auch mit der Partnerschaft sich manches auch im Denken, im Künstlerischen verändert.
Kannst du das auch sagen oder sagst du, nee, der Singer-Songwriter ist der gleiche geblieben? Oder sind diese Erfahrungen doch auch sehr prägend gewesen jetzt? Das schon. Also allein so eine Geburt von eigenen Kindern, das ist natürlich auch schon sehr prägend und ein sehr wunderschönes, also eigentlich das schönste Ereignis eigentlich, muss ich sagen, in meinem Leben gewesen. Und das prägt und emotional ist es auch so, dass man das halt natürlich auch in der Intensität, sage ich mal, spürt in sich drin, die man, das ist auch nicht vergleichbar mit irgendwas. Und das kann man natürlich auch musikalisch ausdrücken. Und mir geht es aber auch so, dass ich auch andersrum, wenn ich Musik konsumiere, dass ich Titel höre und dann halt auch an meine Kinder denke, je nachdem, was für Aussagen die haben oder so, dass ich die viel, viel stärker, sage ich mal, spüre als vielleicht vor der Zeit, wo ich noch nicht Familienvater war, wo ich Single war. Genau, also das macht schon was mit einem. Ja, es ist wie wenn eine emotionale Schranke nochmal weg ist oder sich... Ja. Ist interessant, dass du das aussagst als Songwriter. Ich danke dir sehr für die ganz privaten Einblicke jetzt auch noch zum Schluss und dass du uns ein bisschen einen Einblick gewährt hast, wie heutzutage eine Produktion läuft. Habe mich sehr gefreut, jetzt nach dieser langen Zeit mal wieder mit dir im Gespräch zu sein. Und ich hoffe, es war auch für euch spannend zu hören, was Thomas Rodenbach bewegt. Und an der Stelle freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Vollwert, einfach bei unserer nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Something I can't deny, something I can't describe. It's all that I wanted and I'm feeling fine. I'm moving forward, time to make my day. There's no one to stop me now.